Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie heute im Namen der Geschäftsführung der GDI Unternehmensgruppe begrüßen zu dürfen und heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Webinar. Mein Name ist Leon Schagowatz und ich bin der Managing Director der GDI. GDI ist ein innovativer und preisgekrönter Anbieter von IT-Systemlösungen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und setze seine positive organische Unternehmensentwicklung auch im Jahre 2022 weiterhin fort. GDI besitzt weltweit Niederlassungen in mehr als 15 Ländern und hat historisch bedingt einen starken Fokus in seiner Geschäftsausrichtung auf die zentraleuropäische Region. Heute möchten wir mit Ihnen technische Innovationen diskutieren und Sie mit den neuesten Trends aus dem Themenbereich der Digitalisierung, speziell um die Bereiche des Asset Facility, Flotten und Workforce Management inspirieren. Wir freuen uns auf diese besondere Gelegenheit und ich möchte an dieser Stelle auf unseren Company-Slogan hinweisen. Eine Übersetzung möchte ich an dieser Stelle vermeiden. Sehen Sie es mir bitte nach. Let's think and act together. Also, lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken, welche Herausforderung wir gemeinsam lösen können. Was können wir tun, um eine bessere Zukunft unserer Gesellschaft sicherzustellen? Wie können wir die Umwelt und die natürlichen Ressourcen nachhaltig nutzen und bestmöglich schützen, sodass wir zukünftigen Generationen eine bestmögliche Lebensgrundlage hinterlassen können? Wie können wir eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen mit der modernen Anforderung einer industriell geprägten Gesellschaft in Einklang bringen? Wie können wir besser auf den Klimawandel in Form von Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Hitzewellen, Brände, Erdrutsche und Stürme reagieren? Wie können wir die von uns verwalteten Vermögenswerte besser verstehen und betriebsrelevante Informationen transparent machen, um durch gezielte und vorbeugende Wartungsmaßnahmen den Produktlebenszyklus positiv zu beeinflussen? Wie können wir eine Digitalisierung der realen Umwelt in Form eines digitalen Zwillings umsetzen? Wie können wir die Lieferung von Waren und Dienstleistungen in immer komplexer werdenden Lieferketten überwachen, beschleunigen und ökonomisch optimieren? Wie können wir den bestmöglichen Nutzen auf Basis vorhandener Möglichkeiten aus dem Themenkomplex der künstlichen Intelligenz erreichen? Welche Rolle spielen in diesem Kontext verschiedene Geräte, Sensoren, Fahrzeuge, Flugzeuge, Roboter, Satelliten oder Breitbandnetze wie 5G, sogar 6G in unserer Gegenwart und Zukunft? Um eine generell gültige Antwort für alle zuvor von mir gestellten Fragestellungen zu finden, müssen wir uns zunächst mit der folgenden Fragestellung beschäftigen: Wie verändert die digitale Transformation unsere Wirtschaft und Gesellschaft? Meine Damen und Herren, und damit sind wir exakt bei dem zentralen Thema dieses Webinars angelangt. Ich möchte an dieser Stelle Inhalte der Website der Europäischen Kommission zitieren. The European Commission is working on a digital transformation that will benefit everyone. Digital solutions that put people first will open up new opportunities for businesses, encourage the development of trustworthy technology, foster an open and democratic society, enable a vibrant and sustainable economy, help fight climate change and achieve the green transition. Das bedeutet, dass die digitale Transformation grundsätzlich für alle Menschen positiv ist. Sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt und eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten. Und was ich persönlich besonders interessant finde,
Digitale Lösungen sind der Schlüssel zur Bekämpfung des Klimawandels und unterstützen Sie bei der Erreichung Ihrer Umweltziele. Anstelle einer Schlussfolgerung möchte ich meine einleitenden Worte gerne mit einem Zitat eines berühmten Wissenschaftlers abschließen. Albert Einstein sagte einst, Zitat Anfang, die Welt, wie wir sie geschaffen haben, ist ein Prozess unseres Denkens. Es kann nicht geändert werden, ohne unser Denken zu ändern. Zitat Ende. Wenn wir die Welt, in der wir leben, verändern möchten, müssen wir unsere Denkweise ändern. Denn Zitat Anfang. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Zitat Ende. Bitte denken Sie darüber nach. Let's think and act together. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und inspirierendes Webinar und möchte nun das Wort an meinen Kollegen Christian Hanke übergeben. Vielen Dank für die einleitenden Worte, Leon. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Selbstverständlich auch von meiner Seite und auch ich möchte die Gelegenheit nutzen und Sie herzlichst in unserem Webinar mit dem Titel Die Zukunft der digitalen Transformation und besonders wie verändert die digitale Transformation die Wirtschaft und Gesellschaft begrüßen. Mein Name ist Christian Hanke und ich leite die Geschäftsentwicklung innerhalb der deutschsprachigen Region Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir werden heute im Rahmen dieses Webinars interessante Vorträge zum Thema der digitalen Transformation hören. Und ich freue mich besonders auf die Vorträge unserer weiteren Teilnehmer, welche das Thema der digitalen Transformation zunächst in einen theoretischen Kontext bringen werden, sowie sie über aktuelle technische Trends und Innovationen informieren werden. Bevor ich mit Ihnen jedoch einen Blick auf die Agenda werfen möchte, würde auch ich gerne die Möglichkeit aufgreifen und selbst ebenfalls ein paar Hintergrundinformationen zu unserem Unternehmen. Die GDI-Unternehmensgruppe ist bereits seit einigen Jahrzehnten aktiv. Historisch bedingt blicken wir auf eine starke Fokussierung auf die zentral- und osteuropäische Region zurück. Und wie Herr Schagowatz bereits aufgeführt hat, konnten wir bereits erfolgreich Unternehmensstandorte in 15 europäischen Ländern nachhaltig aufbauen. Derzeit tragen mehr als 300 Mitarbeiter zum Erfolg des Unternehmens bei, sodass wir uns als mittelständisches IT-Unternehmen über die Jahre hinweg erfolgreich am europäischen Markt etablieren konnten. Um die zukünftige Unternehmensentwicklung weiterhin positiv zu gestalten, Wachstumsziele sicherzustellen sowie die Weiterentwicklung unseres eigenen Produktportfolios positiv zu gestalten, hat das GDI-Management beschlossen, unsere hochmodernen, cloudbasierten IT-Systeme, welche unsere globalen Kunden mit smarten und innovativen IT-Lösungen rund um das Thema der digitalen Transformation versorgen, im Rahmen einer Markterweiterungs- und wenn notwendig auf Basis einer Diversifikationsstrategie in neue Märkte einzuführen. Die Dachregion spielt hierbei mehr als nur eine zentrale Rolle in der strategischen Ausrichtung der GDI. Wir konnten bereits erste Erfahrungen innerhalb der Dachregion sammeln und haben unser sogenanntes Telco-OSS, ein klassisches Betriebsunterstützungssystem für Telekommunikationsanbieter, bereits 2018 bei der A1 Telekom Group Austria erfolgreich implementieren können. Das System ist bereits seit mehreren Jahren erfolgreich im Einsatz und wir konnten auf dieser Basis wertvolle Marktinformationen und Kundenfeedback sammeln, sodass schlussendlich die Erkenntnisse intern gereift ist, dass unser Produktportfolio den doch recht hohen Marktanforderungen der Dachregion durchaus gewachsen ist. Kombinieren wir unsere technische Leistungsfähigkeit mit den deutlich geringeren Kosten für Produktpflege und Weiterentwicklung unseres Softwareproduktportfolios aufgrund unserer multinationalen aufgestellten Entwicklungsabteilung, können wir mit unserem IT-System doch recht wettbewerbsfähig mit den westeuropäischen Märkten interagieren.
Selbstverständlich ist es ebenfalls das klare Ziel, mit lokalen Ressourcen innerhalb der Dachregion aufzutreten und am Markt Kundenbedürfnisse sowie das operative Tagesgeschäft in der lokalen Landessprache sicherzustellen. Auch wenn bereits eine Vielzahl der bestehenden GDI-Mitarbeiter auf Basis ihrer beruflichen Laufbahn innerhalb Deutschlands, Österreich und der Schweiz sich weitreichende deutschsprachige Sprachkenntnisse aufbauen konnten, treiben wir dennoch mit Hochdruck den Aufbau der deutschsprachigen Organisation intensiv voran. Bereits jetzt decken wir mit unserem relativ kleinen Team die Bereiche des Vertriebs und des Projektmanagements sowie den Kundendienst vollkommen und eigenständig in der deutschen Sprache ab. Sofern notwendig, werden wir von unseren internen technischen Spezialisten und unseren international aufgestellten Produktmanagementabteilungen speziell im technischen Bereich der Anforderungsanalyse sowie der Implementierung unserer cloudbasierten Lösung im operativen Tagesgeschäft unterstützt, um Sie als Kunden mit den bestmöglichen Lösungen zu versorgen. Weiterhin unterhalten wir interessante Technologiepartnerschaften mit lokalen Marktplayern wie beispielsweise der Esri Deutschland GmbH. Esri Deutschland besitzt eine weitreichende Expertise im Anwendungsbereich innovativer GIS-Technologie, also geografischen Informationssystemen. Eine Vernetzung von IT-Business-Anwendungen mit einem hochperformanten GIS-System kann man heutzutage sicherlich als Must-Have in der modernen IT-Welt deklariert werden. Und wir arbeiten in diesem Kontext sehr eng mit dem weltweiten Marktführer zusammen, um ihm das bestmögliche IT-System zur Verfügung zu stellen. Im weiteren Verlauf dieses Webinars freue ich mich, Herrn Daniel Öffele, Account Executive for Telco Markets von der SD Deutschland GmbH begrüßen zu dürfen. Herr Öffele gibt Ihnen einen Einblick in technische Innovation im Kontext der Esri ArcGIS-Lösung. Nicht nur GIS-Systeme spielen eine zentrale Rolle im Kontext moderner IT-Business-Applikationen. Mobile Handheld-Devices, welche es Ihrem Personal ermöglichen, zu jeder Zeit, an jedem Ort mobil auf relevante Informationen Zugriff zu erhalten, und der anderen Seite mit der Business-Applikation zu interagieren, um relevante Informationen zurückzuspielen, spielen im Zeitalter von diversen Android- und iOS-Devices eine zentrale Rolle. Wie Sie sicherlich wissen, ist das Management eines privaten Smartphones kinderleicht und heutzutage von sicherlich jedem umsetzbar. Ich habe mir vor einiger Zeit mein neues iPhone in Betrieb genommen. Die erfahrenen Apple-Nutzer unter Ihnen kennen sicherlich die Funktion, welche Apple zur Einrichtung eines neuen Geräts verwendet. Es ist kinderleicht, es hat wenig bis gar kein technisches Know-how benötigt und nicht mehr als 20 Minuten Zeit in Anspruch genommen. Und mein altes Smartphone hat sich quasi selbstständig mit dem neuen Smartphone synchronisiert. Mit Sicherheit gibt es eine vergleichbare Funktion in der anderen Welt ebenfalls. Die Frage, die wir Ihnen heute jedoch ebenfalls beantworten wollen, ist: Wie können Sie eine Vielzahl von mobilen Geräten in Ihrer Organisation, also in einem speziellen Unternehmenskontext, effizient umsetzen? Die Inbetriebnahme, die Wartung und die Pflege einer Gerätegruppe von mehreren Hunderten, gegebenenfalls sogar Tausenden Geräten, bedarf sicherlich einer gewissen Erfahrung. Selbstverständlich besitzt GDI diese Erfahrungen und kann auf Basis unserer eigenen Hardware- und Delivery-Abteilung Ihnen professionelle Lösungen zur Verfügung stellen. Für die deutschsprachige Region können wir dieses jedoch nicht mit lokalen Ressourcen abbilden. Um Ihnen dennoch schlüsselfertige Lösungen zur Verfügung zu stellen, haben wir uns strategisch mit weiteren Technologiepartnern aufgestellt, sodass wir auch Sie innerhalb Deutschlands, Österreich und der Schweiz mit einer bestmöglichen schlüsselfertigen IT-Lösung versorgen können. In diesem Zusammenhang freue ich mich ebenfalls, Herrn Michael Bödecker, Produktmanager der Globus Logistik und Informationssysteme GmbH, begrüßen zu dürfen. Ich möchte jetzt dem Vortrag von Herrn Bödecker nicht allzu viel vorwegnehmen. Eines möchte ich an dieser Stelle Ihnen jedoch in diesem Kontext mitteilen. Für unsere Lösung sind mobile Endgeräte ein zentraler Bestandteil, um eine mobile Datenerfassung gewährleisten zu können. Und aus diesem Grund von besonderer Bedeutung. Die Best Practices, sowie was es bei der Einführung mobiler Endgeräte im Rahmen der digitalen Transformation zu berücksichtigen gilt, wird der zentrale Inhalt des Vortrags von Herrn Bödecker sein. Last but not least freue ich mich ebenfalls besonders auf die Inhalte von Herrn Dr. Dohmann. Seine berufliche Laufbahn und ausgezeichnete Expertise im Bereich des Telekommunikationssektors sprechen für sich.
Um jedoch das gesamte Webinar in den theoretischen Kontext der digitalen Transformation zu bringen, sind die Erfahrungswerte von Herrn Dr. Dogan essentiell und werden Sie auf Ihrem Pfad der digitalen Transformation bestmöglich unterstützen. Soweit zu unseren Experten. Gerne möchte ich noch auf unsere Q&A-Session an dieser Stelle hinweisen. Im rechten oben Bildschirmbereich finden Sie eine Eingabemaske, wo Sie bitte gerne Ihre Fragen an unsere Experten adressieren dürfen. Im weiteren Verlauf des Webinars werden unsere Experten versuchen, diese bestmöglich zu beantworten. Bevor wir jedoch mit der Agenda beginnen, möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen zu unserem Produktportfolio zur Verfügung stellen. Hierzu würde ich gerne die Themenbereiche mit einem PowerPoint visualisieren. GDI Ensemble, das ist der Product Brand unserer eigens implementierten Suite, bestehend aus verschiedenen Software-Applikationen, zielgerichtet modelliert, um eine möglichst große Bandbreite an verschiedenen Anwendungsfällen abzudecken. Das GDI Ensemble ist beispielsweise bei Telekommunikationsunternehmen im Einsatz und managt den gesamten Betrieb von Telekommunikationsdiensten. Von der Infrastruktur in Netzwerkplanung bis hin zum finalen Netzwerkdesign der Infrastruktur, über die Verwaltung des physischen Ausrollprozesses, um schlussendlich den gesamten Betrieb des GDI-Ensembles zu verwalten. Netzwerkinventarisierung, Service-Inventarisierung sowie Fulfillment and Assurance Management sind die Schlagworte in diesem Zusammenhang, welche es zu erwähnen gilt. Da eine detaillierte Beleuchtung der technischen Möglichkeiten des GDI-Ensembles für Telekommunikationsunternehmen den Rahmen dieses Webinars sprengen würde, möchte ich dieses Thema mit einem Zitat unseres Kunden für den Moment abschließen. Ich möchte an dieser Stelle eine Aussage von Herrn Boris Gotowatz, IT-Director der A1 Telekom Austria Group, aufgreifen. Ich zitiere: "Following A1's transformation plan, we put multi-platform consolidation and process automation as a primary goal in order to decrease time to market and improve customer experience. At the same time, this brings us a significant decrease of operating cost." Der Hintergrund zu dieser Aussage ist eine sehr interessante Case Study. Bitte kontaktieren Sie mich gerne nach diesem Webinar, wenn Sie weiterführende Informationen erhalten möchten. Wir werden Herrn Slobodan Matanovic ebenfalls im späteren Verlauf dieses Webinars hören. Und an dieser Stelle möchte ich ebenfalls einen herzlichen Dank von meiner Seite aus an Sie einschicken. Denn Herr Matanovic wird uns interessante Einblicke in das Digitalisierungsprojekt der A1 umgesetzt auf Basis des GDI Ensembles geben. Das Thema Asset Management ist jedoch innerhalb des GDI Ensembles nicht nur auf das Management von Telekommunikationsinfrastruktur ausgerichtet. Grundsätzlich würde ich das Thema gerne wie folgt einordnen. Wir verstehen Asset Management als eine Kombination aus Software, System und Services zum Verwalten und Steuern betrieblicher Assets und Ausrüstung. Ziel ist es, die Qualität und die Auslastung der Assets während ihres gesamten Lebenszyklus zu optimieren, die Produktivität zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Asset Management umfasst das Arbeitsmanagement, die Asset-Wartung und Pflege, eine entsprechende Planung und Terminierung, das Supply Chain Management sowie diverse Initiativen für die Umwelt, Gesundheits- und für den Arbeitsschutz. Wir managen ebenfalls jegliche Art von Infrastrukturen aus dem Bereich der Energieversorgung wie Wasser, Gas oder Elektrizitätsinfrastruktur. Ein weiter wichtiger Bestandteil des GDI Ensemble Asset Managements ist die Verwaltung von Immobilien, Fabriken, Werksgeländen im Rahmen des Computer-Aided Facility Managements. Sogar Ihren Fuhrpark können Sie auf Basis des GDI Ensembles mittels unserer Fleet Management Lösung verwalten. Wie Sie sehen, sind die Anwendungsbereiche sehr vielfältig und auf Basis unserer mehr als 30-jährigen Expertise konnten wir in verschiedenen Branchen unsere Applikationen sehr erfolgreich implementieren. Den nächsten wichtigen Punkt, den es im Kontext des GDI Ensembles anzusprechen gilt, ist das Thema der menschlichen Ressourcen. Assets sind nicht einfach gegeben und operieren autark problemlos über ihren Lebenszyklus hinweg. Assets müssen beschafft, erzeugt oder hergestellt, in Betrieb genommen, gewartet und gepflegt werden, um sie maximal wirtschaftlich über ihren gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu betreiben.
bis sie dann schlussendlich irgendwann ersetzt werden. Damit dies maximal wirtschaftlich funktioniert, ist in Abhängigkeit von Ihrem Geschäftsmodell und die Art der Vermögenswerte, welche Sie operieren, eine hohe Interaktion mit internen und externen Ressourcen notwendig. Zu jeder Zeit möchte jede Ressource eine richtige Information mobil am Einsatzort vom System zur Verfügung gestellt bekommen, sodass diese ihre Arbeit bestmöglich nach bestem Wissen und Gewissen unter Einhaltung gesetzlicher und sicherheitsrelevanter Vorgaben, selbstverständlich IT-gestützt, durchführen kann. Das GDI-Ensemble stellt in diesem Zusammenhang den Bezug zwischen Ihren Assets und Ihren Ressourcen her, um einen bestmöglichen Betrieb sicherzustellen, Betriebskosten zu senken und maximal wirtschaftlich zu agieren. Nachdem wir nun gelernt haben, dass Assets durch Ressourcen verwaltet werden, stellt sich nun die Frage, wie werden Vermögenswerte strukturiert und in einer koordinierten Art und Weise gemanagt? Und hier kommen Ihre sehr oft individuell aufgesetzten Unternehmensprozesse zum Tragen. In diesem Bereich stellt das GDI-Ensemble eine Workforce-Management-Lösung inklusive aller notwendigen Funktionalitäten zur Verfügung, sodass Sie Ihre Vermögenswerte und Ressourcen in einer maximal effizienten Arbeitsweise zusammenbringen können. Unsere Workforce-Management-Lösung ist maximal skalierbar und kann sich an jeden Anwendungsfall, an jeden Unternehmensprozess, an jede noch so schwierige Herangehensweise anpassen. Auf Basis von Systemkonfigurationen und unseres eigens implementierten Workflow-Designers geschieht dies mit minimalem Anpassungsaufwand. Ob ein Servicetechniker auftragsbezogene Informationen bezüglich seiner Servicetätigkeit benötigt, der Logistiker seinen Fahrern eine entsprechende Abladeanweisung und Dokumentationsmöglichkeit zur Verfügung stellen möchte, oder ein Verkehrsbetrieb den Reinigungsprozess seiner Fahrzeugflotte effizient verwalten will. Grundsätzlich adressiert unsere Workforce-Management-Lösung diverse Anwendungsfälle aus verschiedenen Branchen. Last but not least möchten Sie als Betreiber einer hochmodernen IT-Lösung ebenfalls einen Einblick in den laufenden Betrieb, selbstverständlich bestmöglich visuell aufbereitet, gewinnen können. Auch hierfür stellen wir diverse Reporting-Funktionen zur Verfügung, individuell eingerichtete Dashboards sowie eine mögliche Migration des GDI-Ensemble-Datenschemata in die Microsoft Power BI-Tool zur Verfügung. Wenn ich das GDI-Ensemble in einem Satz beschreiben würde, wäre meine Wortwahl die folgende. Das GDI-Ensemble ist ein vielseitiges IT-System, welches auf Basis seiner Skalierbarkeit und Flexibilität sich an jeden Anwendungsfall mit minimalem Konfigurationsaufwand anpassen kann, sodass Sie Ihren Betrieb bestmöglich aufsetzen und strukturieren können, Unternehmensprozesse digital abbilden, eine Echtzeitsicht auf Ihren Betrieb erhalten und auf Basis von ausgereiften Berichtsfunktionen die Effizienz Ihrer Organisation messbar machen können. Auf Wunsch vollkommen integriert in Ihre bestehende IT-Systemlandschaft, bestehend aus diversen ERP, CRM und weiteren fachlich bezogenen IT-Architekturkomponenten. Alles im Allen das perfekte System, um Ihre digitale Transformation erfolgreich umzusetzen. Soviel zunächst zu unserem Produktportfolio, dem GDI-Ensemble. Lassen Sie uns nun gemeinsam einen Blick auf die Agenda werfen. Als nächstes wird Herr Dr. Dogan uns über die kritischen Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation informieren. Die 7 Ps einer erfolgreichen Transformation spielen in seinem Vortrag eine zentrale Rolle. Herr Dogan wird dann das Wort an Herrn Daniel Oeffele von der Esri Deutschland GmbH übergeben. Herr Oeffele wird Sie darüber informieren, wie Esri Arkis die digitale Transformation Ihrer Organisation unterstützen kann. Frau Victoria Dzeko wird Ihnen dann einen High-Level-Überblick über unser GDI-Ensemble-Produktportfolio geben. Herr Slobodan Motanovic wird über Erfahrungswerte der A1 in Bezug auf die Implementierung des GDI-Ensemble-Produktportfolios referieren und den Kundennutzen detailliert aufzeigen.
Herr Michael Bödecker wird Ihnen schlussendlich im Kontext der digitalen Transformation einige nutzvolle Best Practices-Ansätze im Bereich der Nutzung von mobilen Endgeräten näherbringen. Final möchte ich dann dieses Webinar gemeinsam mit Ihnen ausklingen lassen und in eine kurze Q&A-Session einsteigen, wo unsere Experten ihre Fragestellungen bestmöglich beantworten werden. Das war es von meiner Seite aus. Ich wünsche Ihnen eine interessante Veranstaltung und würde dann hier gerne das Wort an Herrn Dr. Dogan übergeben. Dino, bitte, das Podium gehört dir. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann über zwei meiner derzeit Lieblingsthemen. Zum einen das Thema Industrie 4.0 und damit in Verbindung stehend das Thema digitale Transformation. Beide Begriffe sind ja seit geraumer Zeit in aller Munde und häufig werden die beiden Begriffe ja als Heilsbringer bzw. als Allzweckmedizin für eine erfolgreiche Zukunft eines jeden Unternehmens angepriesen. In der Tat, meine bisherigen Erfahrungen mit diesen beiden Themen haben auch gezeigt, dass Unternehmen wesentliche Verbesserungen im Hinblick auf ihre Wettbewerbsfähigkeit über die digitale Transformation erreichen können. Dennoch müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, beziehungsweise kritische Erfolgsfaktoren bekannt sein und man muss mit diesen umgehen, damit die digitale Transformation ihre entsprechenden positiven Wirkungen auf das Unternehmen zeigen kann. Und im Folgenden möchte ich gerne mit Ihnen über diese 7 kritischen Erfolgsfaktoren sprechen. Welches sind jetzt diese kritischen Erfolgsfaktoren einer digitalen Transformation? Und wie Sie sehen werden, leiten sich diese kritischen Erfolgsfaktoren ab aus dem ganz normalen Prozess einer Restrukturierung, einer organisatorischen Restrukturierung eines Unternehmens. Denn die digitale Transformation ist nichts anderes als eine digitale Restrukturierung eines Unternehmens. Der erste Bestandteil oder kritischer Erfolgsfaktor einer digitalen Transformation ist ein Plan. Wie gehe ich vor im Rahmen der digitalen Transformation? Das wäre das erste sogenannte P. Das zweite P sind neudeutsch gesprochen People bzw. Die Menschen, die dahinter stehen. Das dritte P bezieht sich auf ebenfalls neudeutsch Partition bzw. Arbeitsteilung. Wie werden Aufgaben im Unternehmen während der digitalen Transformation und danach neu aufgeteilt? Das vierte P bezieht sich auf Prozesse. Das fünfte P steht für Plattformen. Das sechste P steht für das Portfolio an Produkten und an Dienstleistungen des Unternehmens. Und last but not least geht es um die Performance, sprich um Leistungskennzahlen, mit denen wir messen, erstens, ob die digitale Transformation an sich in guten Bahnen verläuft und zum Zweiten, ob die digitale Transformation die Leistungsverbesserungen beim Unternehmen bringt, die das Unternehmen sich anfangs auch erwartet hat. Steigen wir also ein in den ersten kritischen Erfolgsfaktor der digitalen Transformation, der Plan. Momentan ist es ja so, dass sich nahezu alle Unternehmen mit dem Thema Industrie 4.0 und digitale Transformation beschäftigen. Und manchmal kommt es mir so vor, dass allein aufgrund der Tatsache, dass es alle anderen auch tun, jedes andere Unternehmen, das möglicherweise noch nicht in das Thema eingestiegen ist, sich unter Druck gesetzt fühlt, irgendetwas zu tun. Hinzu kommt, dass Studien beispielsweise vom MIT gezeigt haben, dass Mitarbeiter, insbesondere jüngere Mitarbeiter, in der Regel nur für Unternehmen arbeiten möchten, die sich mit der digitalen Transformation beschäftigen, weil junge Mitarbeiter sagen, das ist im Grunde genommen die Versicherung des Unternehmens für eine erfolgreiche Zukunft. Jedoch, und das darf ich hier an dieser Stelle schon erwähnen, die digitale Transformation sollte nicht um ihrer selbst willen durchgeführt werden.
Ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, eingeladen zu werden von den Eigentümern eines mittelständischen Unternehmens, die sich einen neuen, jungen, dynamischen CEO eingekauft hatten. Und dieser nahm sich gleich des Themas digitale Transformation an und versuchte dann, so viele Prozesse und Abläufe im Unternehmen wie möglich zu digitalisieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat es ein bisschen übertrieben und meine Aufgabe war es dann, aufgrund meines Telekommunikations-Backgrounds, mit dem CEO und den Unternehmenseigentümern herauszufinden, welche Prozesse, welche Abläufe tatsächlich digitalisiert werden sollten und welche Prozesse respektive Abläufe denn in der analogen Welt verbleiben können bzw. in die analoge Welt zurückgeführt werden. Wenn wir über einen Plan sprechen, dann gibt es grundsätzlich drei kritische Erfolgsfragen und speziell im Rahmen der digitalen Transformation bzw. im Themenkomplex Industrie 4.0 sollte sich jedes Unternehmen diese drei Fragen stellen, und zwar am Beginn des Prozesses. Die erste Frage ist: Wo ist das Unternehmen heute? Was ist also die Ausgangsposition des Unternehmens? Was läuft gut? Wo gibt es Schwierigkeiten aktuell? Wie sieht die Zukunft aus? Was sind die Herausforderungen der Zukunft? Beziehungsweise ist das Unternehmen bezüglich dieser Herausforderungen jetzt schon gut aufgestellt oder gibt es Handlungsbedarf? Und was entscheidend ist an dieser Ecke, ist die Ehrlichkeit zu sich selber, zu sagen, unsere Ausgangsposition ist möglicherweise nicht die beste. Aber das ist im Grunde genommen kein Nachteil, sondern diese Ehrlichkeit hilft dem Unternehmen ja nur, sich richtig zu positionieren und von dieser Ausgangsposition abzuzielen auf eine zukünftige gewünschte Position. Und genau das ist die zweite Fragestellung im Rahmen von Plänen. Wo will das Unternehmen in x Jahren sein? Das heißt, was ist die Zielposition? Wie möchte sich das Unternehmen am Markt präsentieren bzw. dort aufgestellt sein? So, sind die Anfangsposition und die Zielposition definiert? Geht es um die Frage, wie komme ich denn von dieser Anfangsposition zu dieser Zielposition? Und die digitale Transformation kann bei dieser langfristigen Zielerreichung durchaus behilflich sein. Das heißt, die Frage, wie komme ich von der Ausgangsposition A zur Zielposition B und wie kann mich die digitale Transformation dabei unterstützen? Diese Antwort liefert Ihnen Ihre Digitalisierungsstrategie. Wir von der GDI sind in diesen Themen durchaus bewandert und wir helfen Ihnen gerne dabei, über unsere Berater, Sie bei diesen Fragestellungen zu unterstützen und die richtige Antwort, sprich die für Ihr Unternehmen richtige Digitalisierungsstrategie zu definieren. Wenn wir von Plänen sprechen, dann ist es häufig so, dass ein Unternehmen hervorragende Pläne haben kann. Wenn es allerdings nicht in der Lage ist, diese Pläne erfolgreich umzusetzen, dann nutzt Ihnen auch der beste Plan nichts. Und wenn wir über das Thema Umsetzung sprechen, dann reden wir in der Regel über Menschen, über das zweite P, Neudeutsch People. Das heißt, Veränderungen und speziell die digitale Transformation wird nicht von Hardware oder von Software umgesetzt, sondern diese Veränderungen werden auch die digitale Transformation von Menschen umgesetzt. Und das bedeutet im Grunde genommen nichts anders, als dass wir auch bei der digitalen Transformation in der Regel auf menschlichen Widerstand stoßen werden, weil in der Regel Veränderungen Widerstände hervorrufen. Wie können wir mit diesen Widerständen umgehen? Nun, zum einen gilt es, den Mitarbeitern klar zu kommunizieren, was sind die Gründe, welche Notwendigkeiten haben sich ergeben, dass wir in die digitale Transformation einsteigen müssen. Das Zweite, was wichtig ist, den Mitarbeitern eine Perspektive aufzeigen. Das heißt, was ist denn das Ziel der digitalen Transformation?
Welchen Nutzen hat das Unternehmen und welchen Nutzen haben denn im Endeffekt dann auch die Mitarbeiter aus der digitalen Transformation? Ein Beispiel kann sein, dass das Unternehmen sich langfristig kompetenter aufstellt im Wettbewerb. Und für die Mitarbeiter kann es sein, dass sie von Routinetätigkeiten entlastet werden, weil diese automatisiert werden und sie sich auf wertschöpfendere Aktivitäten, kreativere Aktivitäten konzentrieren können. Unabhängig davon werden sich bei den Mitarbeitern Bedenken, Ängste auftun und was die Unternehmensführung respektive das Projektmanagement angeht, ist das Projektmanagement gut beraten, diese Ängste der Mitarbeiter offen anzusprechen und entsprechende Optionen anzubieten, wie mit diesen Bedenken, mit diesen Ängsten umzugehen ist. Auf der anderen Seite wird es dann auch die Helden der Digitalisierung geben, das heißt jene Mitarbeiter, die Chancen der Digitalisierung wahrgenommen haben und an deren Umsetzung proaktiv mitarbeiten. Und diese Mitarbeiter gilt es für alle sichtbar zu loben und zu fördern, weil das im Grunde genommen die Vorbilder sind für den Rest der Belegschaft. Wenn wir über das Thema Mitarbeiter reden, dann müssen wir uns natürlich auch darüber im Klaren sein, dass Mitarbeiter zunehmend zu einer knappen und damit zu einer teuren Ressource werden. Die digitale Transformation kann uns dabei helfen, die Leistungserbringung respektive die Nachfragebefriedigung sicherzustellen. Wie kann dieses passieren? Nun, über die digitale Transformation können wir sicherstellen, dass kapazitative Engpässe entstehen. Wir können einen effektiveren Ressourceneinsatz gewährleisten. Hier möchte ich schon stellvertretend für die GDI die Workforce Management Lösungen erwähnen, die GDI anbietet. Und wie bereits angesprochen, die Automatisierung insbesondere von Routineaktivitäten erlaubt es, die Mitarbeiter, unsere Mitarbeiter, an humaneren und an erfolgskritischeren Arbeitsplätzen einzusetzen, als wir das bisher getan haben. Kommen wir zum dritten kritischen Erfolgsfaktor der digitalen Transformation, das dritte P, Partition oder auf Deutsch die Arbeitsteilung. Digitale Transformationen sind ein guter Moment, um sich nochmal die Frage zu stellen des Make or Buys. Welche Aktivitäten verbleiben im Unternehmen? Welche Produkte, welche Leistungen erbringen wir im Unternehmen? Beziehungsweise welche Lösungen kaufen wir uns von spezialisierten Dritten am Markt ein? Das betrifft das Außenverhältnis im Rahmen der digitalen Transformation. Das heißt, nicht jedes Unternehmen muss sich selber um Lösungen der digitalen Transformation kümmern, sie selber entwickeln. Es gibt Spezialisten. Die Firma GDI ist definitiv einer dieser Spezialisten, die langjährige weltweite Erfahrung auf diesem Gebiet haben und ihr Wissen und ihre Kompetenz gerne zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite, was das Innenverhältnis angeht, ich hatte es bereits angesprochen, muss die Frage beantwortet werden, welche Prozesse, welche Abläufe sollen denn digitalisiert werden, beziehungsweise gibt es auch Aktivitäten im Unternehmen, die besser in der analogen Welt verbleiben. Und in diesem Zusammenhang gilt es natürlich auch zu errechnen und zu berücksichtigen, wann rechnet sich denn die Digitalisierung? Das heißt, wenn wir digitalisieren, muss daraus natürlich auch ein finanzieller Nutzen entstehen. Es ist zunächst einmal eine Investition, aber mittel- und langfristig sollte sich diese Investition auszahlen. Auch hier können Ihnen die kompetenten Teams von GDI gerne vor Ort entsprechende Hilfestellung anbieten, speziell bei der Beantwortung der soeben besprochenen Fragen. Kommen wir zum vierten P, die Prozesse respektive die Abläufe des Unternehmens.
Wenn wir von der Industrie 4.0 sprechen, respektive der digitalen Transformation, dann wird häufig als Ziel dieser Aktivitäten genannt, die Vermögenswerte, die Ressourcen und den Betrieb eines Unternehmens effizienter zu verwalten und so die Basis für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens zu schaffen. Und genau in diese Kerbe stößt die GDI. Mit einem intelligenten Management des Anlage- und des Umlagevermögens, des operativen Betriebs sowie der Ressourcen eines Unternehmens. Und hier nenne ich nur stellvertretend das GDI Asset Management, die GDI Fleet Management Lösungen beziehungsweise das GDI Workforce Management. Der Einsatz dieser Lösungen erlaubt es dem Unternehmen, Redundanzen und Lücken bzw. Unterbrechungen in den Prozessen rechtzeitig zu erkennen, Korrektivmaßnahmen einzuleiten und damit das Entstehen dieser Redundanzen, Lücken und Unterbrechungen überhaupt erst zu vermeiden. Zum anderen erlauben diese Lösungen das Auflösen von Engpässen entlang der Wertschöpfungskette. Und da reden wir sowohl über quantitative als auch über qualitative Engpässe, die durch das entsprechende Aufnehmen von Daten, das Analysieren dieser Daten, das Generieren von Informationen, die entsprechende Korrekturmaßnahmen als Konsequenz haben, dieses ermöglicht, wie gesagt, die vorbeugende Klärung von Engpässen. Und last but not least, wenn wir uns Prozesse anschauen, dann sind wir auch in der Lage, entsprechende Kostentreiber zu identifizieren. Und kennen wir diese Kostentreiber, dann können wir diese entweder optimieren oder im besten Falle gleich eliminieren. Die GDI kann Ihnen mit seinen OSS, DSS, Cloud Computing und Geoinformationssystemslösungen wertvolle Hilfe dabei leisten, Ihre Prozesse den zukünftigen Bedürfnissen am Markt auszurichten, diese zu verschlanken und sich auf die wesentlichen wertschöpfenden Aktivitäten zu konzentrieren. Diejenigen Aktivitäten, die relevant sind für Ihre Kunden und die letztendlich entscheidend sind für den Erfolg Ihres Unternehmens am Markt. Kommen wir zum fünften P, den Plattformen. Technologische Standards sind bei der digitalen Transformation nach wie vor eine Mangelware. Das heißt, technologische Standards haben sich global noch nicht definiert, respektive etabliert. Und daher besteht ein gewisses Risiko an Fehlinvestitionen. Gesetzt den Fall, Sie entscheiden sich heute für eine Lösung, die sich mittel- und langfristig nicht als Industriestandard niederschlägt. Wie können Sie heute mit diesem Dilemma umgehen? Ein erfolgversprechender, weil risikominimierender Ansatz ist es, branchenorientierte Software- und Datenlösungen aus einer Hand zu kaufen, die auf weltweit führenden Technologieplattformen betrieben werden. Und die Firma GDI basiert genau auf solch einem Ansatz. Zum einen vertraut GDI auf den weltweit führenden Hersteller von Geoinformationsplattformen, das ist die Firma Esri. Zum anderen baut die GDI Software- und Datenlösungen für diverse Industrien und Bereiche darauf auf. Als Beispiele kann ich nennen das Thema Energie- und Wasserwirtschaft, Telekommunikation, Fischerei, kommunale Infrastruktur bzw. der Themenkomplex Smart City, Facility Management, der Umgang mit Fluten respektive Überschwemmungen, wie wir ja vor nicht allzu langer Zeit in Deutschland leidlich erfahren durften. Darüber hinaus der effiziente Betrieb von Telekommunikationsnetzwerken und anderen Aktivitäten im Feld sowie das Thema Fleet Management. Und basierend auf diesen Software- und Datenlösungen wiederum ergänzt die GDI das Portfolio durch professionelle Dienstleistungen, Schulungen und den fortlaufenden Support,
so wie sich die Technologie respektive, wie sich die Plattformen, die technologischen Plattformen weiterentwickeln, so berät sie die GDI und hält sie auf dem Stand der Technologie, die entsprechend sich weiterentwickelt. Kommen wir zum sechsten P, das Thema Portfolio. Die digitale Transformation, das sehen wir bereits seit geraumer Zeit, beeinflusst nachhaltig den Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen in nahezu allen Industrien. Was bedeutet das konkret? Nun, zum einen forciert die digitale Transformation das Aus von Produkten, die aufgrund ihrer Eigenschaften einfach nicht mehr zukunftsfähig bzw. zukunftsträchtig ist. Das heißt, das sogenannte Outphasen von Produkten wird durch die Digitalisierung respektive die digitale Transformation beschleunigt. Zum anderen gibt es Produkte respektive Dienstleistungen, denen die digitale Transformation eine Art zweites Leben einhaucht, indem die digitale Transformation zu entsprechenden Effizienzsteigerungen führt und diese Produkte respektive Dienstleistungen dann wieder attraktiv macht am Markt. Und last but not least gibt es einen dritten Effekt, und zwar ist die Digitalisierung, die digitale Transformation eine Art Booster für Neues, zum Beispiel für neue Geschäftsmodelle. Das heißt, Daten, die Sie gewinnen, respektive die daraus resultierenden Informationen, können an sich das Basis für neue Produkte, respektive für neue Dienstleistungen sein, die Sie Ihren Kunden wiederum am Markt anbieten können. Und die digitale Transformation ist wiederum ein guter Zeitpunkt für eine Inventur und für die Neuausrichtung des entsprechenden Leistungsportfolios. Was die GDI angeht, haben wir Smart Data Lösungen in unserem Portfolio, die Ihnen wiederum helfen können, neue digitale Datenprodukte für Ihre bestehenden Kunden, aber auch für Ihre neuen Kunden zu generieren und dort entsprechend zu platzieren. Nutzen Sie also die digitale Transformation, um sich Ihr Portfolio nochmals genau, kritisch anzuschauen. Prüfen Sie dieses Portfolio auf seine Zukunftsfähigkeit und nutzen Sie die Potenziale, die sich aus der digitalen Transformation ergeben, speziell was das Upgrade Ihrer bestehenden Produkte beziehungsweise die Generierung neuer Lösungen im Sinne von Produkten und Dienstleistungen angeht. Und damit kommen wir zum letzten, zum siebten P, das Thema Performance. Der Management-Guru Peter Drucker hat es einmal so formuliert: You cannot manage what you cannot measure. Das heißt, wie können wir mit etwas umgehen, was wir nicht messen können? Und wir alle haben wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht, nach einer stundenlangen Fahrt auf der Autobahn kommen wir an eine Autobahnausfahrt. Und in der Regel ist es ja so, dass diese mit 40 bzw. 60 km/h durchfahren werden kann. Allerdings verlieren wir nach einer gewissen Zeit auf der Autobahn ein Gefühl für die Geschwindigkeit. Und insofern sind wir gut beraten, wenn wir uns auf die Ausfahrt zubewegen, auf den Tachometer zu schauen, das heißt unsere Leistung, unsere Geschwindigkeit abzulesen, damit wir sicher sind, die Geschwindigkeit auf ein sicheres Maß reduziert zu haben, damit wir die Ausfahrt auch tatsächlich unfallfrei nehmen können. Und wenn wir schon beim Thema Automobile sind, der weltweit bekannte Reifenhersteller Pirelli hatte mal einen Slogan und ich glaube, dieser wird noch immer verwandt: Power is nothing without control. Und auch dieser Satz gilt für die digitale Transformation. Das heißt, es macht durchaus Sinn, die digitale Transformation zu beginnen.
und diesen Prozess auch durchzuführen. Aber dieser Prozess muss unter Kontrolle sein, indem wir die entsprechenden Leistungen, die Leistungswerte nachmessen. Was bedeutet nun der Leistungsfortschritt bzw. die Messung des Leistungsfortschrittes in der digitalen Transformation? Nun, zum einen sollten wir uns immer darüber im Klaren sein, respektive Informationen darüber haben, was die digitale Transformation uns kurzfristig bringt. Zum Beispiel eine höhere Ressourceneffizienz, sei es quantitativ, sei es qualitativ. Die zweite Fragestellung ist, was bringt die digitale Transformation unserem Unternehmen langfristig? Das heißt, erschließen wir uns Wettbewerbsvorteile bzw. können wir neue Marktpotenziale erschließen bzw. bestehende Marktpositionen dadurch weiter absichern. Das Smart Portal von GDI erlaubt es Ihnen, in kürzester Zeit sämtliche für Sie relevanten geografischen Daten zu sammeln, zu analysieren, grafisch aufzubereiten und die effiziente Steuerung des laufenden Betriebs vorzunehmen. Das heißt, das betrifft die Messung des Leistungsfortschrittes im operativen Tagesgeschäft. Darüber hinaus ist es wichtig, auch den Fortschritt der digitalen Transformation permanent nachzuverfolgen. Das heißt, und damit kommen wir nochmal zum Ausgangspunkt, wir haben einen Plan, wir wissen, wo wir sind, wir wissen, wo wir hin möchten, zu einer Zielposition B. Und in der Regel werden wir uns Zwischenziele, sogenannte Milestones, setzen. Und die Messung dieser Milestones bzw. das Erreichen dieser Milestones ist ein wesentlicher Schritt im Rahmen der digitalen Transformation. Das heißt, ist die digitale Transformation, der Prozess des digitalen Wandels im Unternehmen auf dem richtigen Weg? Und das Prüfen des Erreichens der entsprechenden Meilensteine ist ein Garant dafür, dass die digitale Transformation kurz, aber speziell auch langfristig die entsprechenden positiven Effekte auf das Unternehmensergebnis bringen wird. Lassen Sie mich zusammenfassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Rahmen der digitalen Transformation ist es von elementarer Bedeutung, einen guten Plan zu haben, zu wissen, wo das Unternehmen heute steht, eine klare Vorstellung darüber zu haben, wo das Unternehmen sich in der Zukunft sieht und wie das Unternehmen von einer Startposition A zu einer Zielposition B kommen muss. Und wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, dann ist die Antwort, wie komme ich vom Punkt A zum Punkt B, Ihre Digitalisierungsstrategie. Ein guter Plan ist wichtig, allerdings kann es uns passieren, dass, wenn wir nicht in der Lage sind, diesen guten Plan effektiv und effizient umzusetzen, dann kann es uns passieren, dass wir von Unternehmen überholt werden am Markt, die möglicherweise einen weniger ausgefeilten Plan hatten, allerdings sehr gut sind in der entsprechenden Umsetzung. Insofern ist es wichtig, bei der Messung des Leistungsfortschritts sehr, sehr wachsam zu sein, um sicherzustellen, dass zum einen die digitale Transformation an sich in den erwarteten Bahnen läuft und zum anderen die digitale Transformation auch für das Unternehmen die entsprechenden positiven Ergebnisse liefert. Die GDI ist sich dieser Abhängigkeiten bewusst und wir unterstützen Sie sehr, sehr gerne bei Ihrem Transformationsvorhaben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dino. Meine Damen und Herren, mein Name ist Daniel Oeferle. Ich bin Account Executive bei Esri Deutschland im Bereich Telekommunikation.
Im Vortrag von Herrn Dogan wurde deutlich, dass digitale Transformation professionelle Technologieplattformen benötigt. Es wurde auch deutlich, dass alle Prozesse im Unternehmen und damit ja letztlich auch alle Mitarbeitenden von der Digitalisierung, von der digitalen Transformation betroffen sind. Wie kann Esri jetzt Prozesse der Digitalisierung, der digitalen Transformation in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Organisation unterstützen? Welchen Beitrag kann Esri hier leisten? Esri ist weltweit führender Anbieter im Bereich geografische Informationssysteme, Location Intelligence und kartenbasierter Lösungen. Über 350.000 Organisationen weltweit nutzen Esri-Technologie zur Digitalisierung ihrer Karten und geografischer Daten. Dabei entstehen jeden Tag über 15.000 Karten, Datensätze und Geo-Apps, die von unseren Kunden aus der Wirtschaft, der Industrie, der Wissenschaft, der öffentlichen Verwaltung und der öffentlichen Sicherheit genutzt werden. Esri stellt mit ArcGIS die führende Geo-Plattform bereit, mit der Karten und geografische Daten in alle Prozesse der Organisation oder eines Unternehmens integriert werden können. Alle Mitarbeitenden können dann über smarte Geo-Apps mit diesen Karten und Daten interagieren und mit diesen Karten und Daten arbeiten. Passgenau auf den jeweiligen Bedarf der Mitarbeitenden zugeschnitten. Ich möchte Ihnen jetzt auf zwei Folien gerne zeigen, wie ArcGIS die digitale Transformation, die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Organisation ermöglichen kann und wie wir damit eine moderne und professionelle GIS-Basis im Lösungsportfolio Lösungsensemble der GDI bereitstellen können. Mit ArcGIS können unterschiedlichste räumliche und nicht räumliche Daten aus der realen Welt zum einen zusammengeführt, erfasst, überlagert, analysiert und dann natürlich in den unterschiedlichen Unternehmensprozessen genutzt werden. Ich persönlich habe meinen beruflichen Kontext im Bereich der Telekommunikation, daher tauchen hier auch die entsprechenden Beispiele auf. GIS ermöglicht die Erfassung und Integration der realen Welt in einen digitalen Zwilling. Was heißt das? Das heißt, wir haben mit ArcGIS die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Daten, die in der realen Welt erfasst werden, zusammenzuführen und ein digitales Abbild dieser Welt zu erzeugen. Den digitalen Zwilling. Zu diesen Daten gehören jetzt Informationen über Geländeoberfläche, Höheninformationen, Daten aus Satelliten oder Luftbildaufnahmen, aber genauso historische oder geologische Karten. Je nach Art des Unternehmens, Art der Organisation gibt es dann on top noch jede Menge Informationen über die Lage der eigenen Assets. Im Telekommunikationsbereich zum Beispiel die Kabel, Verteilerpunkte, Mobilfunkantennen, Kundendaten. Und so weiter. Mittlerweile werden geografische Daten auch immer mehr dreidimensional erfasst und sollen dann natürlich auch entsprechend visualisiert, bearbeitet und analysiert werden. ArcGIS ist voll 2D und 3D fähig und ermöglicht auch die Verarbeitung von Indoor-Daten. Durch eine ganze Reihe von modernen Erfassungsmethoden, Beispiele, die hier genannt werden können, Laserscans oder Drohnenbefliegungen, steigt auch die Menge der verfügbaren Daten. Beispiele sind hier zum komplette Smart City Modelle einer Stadt, also digitale Zwillinge, die dann für unterschiedliche Planungs- und Analysezwecke genutzt werden können. All diese Daten können zentral über ArcGIS gespeichert und verwaltet werden. Den wirklichen Mehrwert Der Mehrwert der Digitalisierung, der Mehrwert der digitalen Transformation, also Digitalisierung dieser Daten und Prozesse, erreicht man aber natürlich erst über die Nutzung in den eigentlichen Unternehmensprozessen und in die Integration dieser Daten und Karten in die Prozesse. Daher hat ArcGIS neben der Rolle als System of Records, also das System zur Modellierung, Erfassung und Speicherung von Daten aus der realen Welt, auch noch weitere Funktionen, mit denen diese Informationen dann nutzbar gemacht werden können. Zum einen ist es die Rolle des System of Insights für den Bereich der Analyse und Situation und zum anderen die Rolle des System of Engagements, über das Informationen passgenau den Mitarbeitenden in Form von Karten und smarten Geo-Apps bereitgestellt werden.
Da sich die reale Welt, wie Sie alle wissen, mittlerweile sehr, sehr schnell ändert, ist es entscheidend, die jeweiligen Informationen natürlich auch so aktuell wie möglich zu halten. Dafür gibt es in ArcGIS verschiedene Möglichkeiten, Daten in Echtzeit zu erfassen, Daten mobil zu nutzen oder zum Beispiel Drohnendaten automatisiert zu verarbeiten. Lassen Sie mich das Zusammenspiel an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir ein Beispiel aus der Telekommunikation. TK-Unternehmen hat ein bestehendes Netz, bestehendes Glasfasernetz zum Beispiel. Dieses Netz ist sehr gut dokumentiert. Die Lage der Kabel, Verteiler, Antennen ist bekannt. Und diese Dokumentation des Netzes erfolgt eben über das System of Records. Das Unternehmen nutzt jetzt diese Daten, um über Funktionen und Tools aus dem Bereich System of Insights zu analysieren, wo das Netz am besten ausgebaut wird. Um mit möglichst geringem Invest möglichst viele neue Kunden zu erreichen. Das Netz wird anschließend gebaut und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des TK-Unternehmens sind vor Ort, um den Bau zu überwachen. Sie nutzen jetzt vor Ort mobile Geo-Apps aus dem Bereich System of Engagements, um direkt auf aktuelle Planungsdaten on- oder offline in ArcGIS zuzugreifen und diese mobil zu bearbeiten. Ich hoffe, ich konnte mit dem Beispiel das Zusammenspiel des System of Records, des System of Engagements und des System of Insights deutlich machen. Soweit jetzt zu ESRI und ArcGIS als moderne und professionelle Geoplattform. Das Schöne ist jetzt, dass GDI auf ArcGIS als zentrale Geoplattform aufsetzt und Sie damit die Funktionen, die die Geoplattform Ihnen bereitstellt, auch über das komplette Lösungsportfolio des GDI-Ensembles nutzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank für Ihre Zeit und viel Spaß noch mit dem Vortrag. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Victoria und ich hoffe, Sie haben etwas Zeit, da ich Ihnen zu den wichtigsten Produkten im Portfolio von GDI-Ensemble und den dazugehörigen Lösungen etwas erzählen möchte. Wie Sie bestimmt bemerkt haben, werden IT-Anwendungen immer wichtiger, um die betrieblichen Anforderungen verschiedener Arten von Organisationen zu unterstützen. Es gibt nur wenige Unternehmen, die keine IT-Anwendungen eingeführt haben, um ihren täglichen Betrieb unter die Arme zu greifen. Das Produktportfolio von GDI wurde entwickelt, um Sie bei Ihrer täglichen Arbeit und Ihrem Betrieb zu unterstützen, insbesondere um Ihren Weg der digitalen Transformation zu erleichtern. Das GDI-Ensemble besteht aus vielen verschiedenen Anwendungen. GDI Ensemble A3 Asset Management lassen sich infrastrukturbezogene Assets wie Gas, Wasser, Strom oder sogar Telekommunikationsnetzwerke verwalten. Darüber hinaus kann das A3 Asset Management auch Anforderungen im Rahmen des Facility Managements und sogar des Fleet Managements unterstützen. Grundsätzlich wurde die A3 Asset Management Anwendung entwickelt, um viele verschiedene Arten von Anforderungen zu erfüllen. Und sie ist aufgrund der hohen Flexibilität und Skalierbarkeit in der Lage, jede Art von Unternehmen zu bedienen. Das GDI Ensemble W4 ist eine Workforce-Management-Lösung, die entwickelt wurde, um jede Art von Workflows zu verwalten, mit dem primären Fokus auf Ressourcen, Assets und die verbundenen Workflows zusammenzubringen. Grundsätzlich werden mit GDI Ensemble W4 die vier großen Fragen, wer welche Arbeit wann und wo erledigen muss, beantwortet. Wir unterstützen auf dieser Basis Ihr operatives Tagesgeschäft bestmöglich. Nun erzähle ich Ihnen ein wenig zu den A3 Asset-Managements. Anwendungen, aber auch über einige Besonderheiten im Zusammenhang mit Computer-Aided Facility Management sowie dem Fleet Management. Anschließend haben wir dann noch das Thema Workforce Management. 2021 haben wir zwei große Versionen von GDI Ensemble veröffentlicht, 10.9 im April und 10.10 im Juli. Und mit diesen neuen Versionen sind neue Möglichkeiten für unsere bestehenden Enterprise- und Cloud-Benutzer sowie für unsere neuen und potenziellen Kunden entstanden. Ich würde an dieser Stelle gerne mit der Lösung GDI Ensemble A3 Asset Management beginnen. Allgemein unterscheiden wir mehrere Arten von Vermögenswerten, bewegliche und unbewegliche, materielle und immaterielle. Wenn es um Immobilien und deren Verwaltung geht, denken wir zunächst an Infrastruktur als Assetwert, dieser extrem groß und komplex ist und daher einen großen Bedarf an Verwaltung hat. Gängige Beispiele für Assets sind neben Infrastruktur auch Gebäude und Gebäudekomplexe unterschiedlicher Nutzungen, die auch unterschiedlichen Systemen, Strom, Wasser, Gas, Räume etc. bestehen. Heute orten wir bewegliche Sachen wie Privat- oder Firmenfahrzeuge, aber auch andere bewegliche Werte.
wie Büromöbel, IT-Ausstattung und bis hin zu vielen Kleinigkeiten wie Schlüsseln, was durchaus nützlich sein kann, denn ich vermute, jeder hat schon mal was verlegt. Bis vor kurzem wurde das Vermögen hauptsächlich aus buchhalterischen und weniger aus technischen und abwicklungstechnischen Gründen verwaltet. Eine Lösung von GDI Ensemble A3 ermöglicht die Erfassung von Sachanlagen und die Ausführung von Prozessen, sei es ein Prozess der vorbeugenden Wartung, das Erteilen einer einfachen Aufgabe für einzelne Anlagen, das Konfigurieren von Alarmen und deren Auslösung gemäß definierten Bedingungen oder das Bewegen von Eigentum von einem Ort zu einem anderen. Zu wissen, wo sich die Assets befinden, in welchem Zustand sie sich befinden, welcher Prozess durchgeführt wurde oder noch abgeschlossen werden muss. Und das alles in Echtzeit ermöglicht eine bessere Verwaltung und Nutzung der Assets. Dies führt zu hohen finanziellen Einsparungen oder Kostensenkungen. Neben der Überwachung von Eigennutzenimmobilien besteht ein großer Bedarf an der Überwachung von Mietobjekten, beispielsweise bei großen Einzelhandelsketten, die ihre Räumlichkeiten an Dritte vermieten. Aufzeichnungen über die Raummiete pro Quadratmeter, monatliche und jährliche Raumwartungspläne, Aufzeichnungen über den Energieverbrauch und die Abrechnung dafür sowie Vertragsaufzeichnungen sind nur einige der Hauptbedürfnisse, die GDI Ensemble A3 erfüllt. Die digitalisierte Bestandsaufnahme von Vermögenswerten ist viel mehr als nur eine Datenbank mit Softwareaufzeichnungen. Unsere Strategie, die wir heute nutzen, besteht darin, mithilfe der neuesten IoT-Technologie, Internet of Things, zeitnahe Informationen über Vermögenswerte, deren Zustand und Standorte bereitzustellen. Eine solche Reihe von Funktionalitäten nennen wir GDI Asset Track and Trace. Die IoT-Technologie verleiht physischen Vermögenswerten eine digitale Identität. Wir werden in den nächsten Wochen ein weiteres Webinar veranstalten, um Ihnen alle Details zu unserer GDI Ensemble A3 Asset Management Anwendungen noch viel genauer erklären zu können. Wenn Sie möchten, abonnieren Sie unseren Newsletter und vernetzen Sie sich über Social Media mit uns, um die neuesten Nachrichten über bevorstehende Veranstaltungen und Webinare zu erhalten. Als nächstes möchte ich gerne das Thema des Fuhrparkmanagements aufgreifen und Ihnen näher zu bringen, wie Sie Ihre Fahrzeuge IT-gestützt verwalten können. Um die Flottenoptimierung zu verbessern, die Betriebskosten zu senken und den Nachhaltigkeitsfaktor des Unternehmens zu erhöhen, hat GDI eine Lösung entwickelt, mit der Benutzer ihre Flotte mobiler Assets wie Autos, Lastwagen, Maschinen, Schiffe, Personen oder Waren effizienter verwalten und überwachen können. Unsere Lösung ist seit mehr als 10 Jahren auf dem Markt und wir konnten in dieser Anforderungen verschiedenster Kundenprofile bestmöglich umsetzen, von kleinen Unternehmen mit mehreren Fahrzeugen bis hin zu Großkunden mit einer Flotte von mehr als 1000 Fahrzeugen. Die Echtzeiterfassung telemetrischer Daten von Fahrzeugen ermöglicht nicht nur Informationen über die Position, den Zustand und deren Parameter des Fahrzeugs, sondern auch Informationen über das Fahrverhalten, welches eine enorm wichtige Rolle spielt. Das GDI Ensemble Fleet Cloud basiert ist und moderne Technologien und Designs verwendet, verfügt die Lösung über eine breite Verfügbarkeit an Integrationsmöglichkeiten sowie Benutzerfreundlichkeit und stellt in dem Sinne die beste Lösung für Unternehmen unterschiedlicher Art und Größe dar. Die gesamte Lösung ist selbstverständlich auf Web- und mobilen Plattformen verfügbar. GDI Ensemble Fleet ist für sehr gemischte Flottenzusammensetzungen geeignet, welche einen effizienteren Geschäftsbetrieb wünschen. Wer einen Fuhrpark jeglicher Art im Einsatz hat, muss schließlich die aktuellen Standorte seiner Fahrzeuge, den Betrieb sowie die Nutzung der Fahrzeuge sowie komplexe Reporting-Funktionen kennen, um die Kosten zu überwachen und den gesamten Fuhrpark zu optimieren. Heutzutage gibt es neben dem finanziellen Aspekt auch ein Umweltbewusstsein bei einer wachsenden Zahl von Benutzern. Daher ist es wichtig geworden, die ökologischen Aspekte des Fahrens zu überwachen. Deshalb haben wir an der Implementierung zusätzlicher Funktionalitäten gearbeitet. Parameter zur Überwachung des Fahrmodus basieren auf der Fahrdynamik, zum Beispiel abruptes Beschleunigen, Bremsen oder auch Kurveneinfahrt und auf einigen zusätzlichen Parametern wie übermäßiger Rotation, Kraftstoffverbrauch und so weiter. Bei Nutzern mit einem von mehreren Personen oder Organisationseinheiten genutzten Fuhrpark besteht immer die Gefahr, dass bestimmte Segmente des Fuhrparks oder Fahrzeugtypen nicht in den Umfang genutzt werden, wie diese wünschenswert wäre. Um Schwachstellen in der Nutzung des Fuhrparks leicht zu identifizieren, gibt es Auswertungen zum Engagement und zur Effizienz der Nutzung des Fuhrparks, die zeigen, wie viel Zeit das Fahrzeug an bestimmten Tagen bewegt. Darüber hinaus ist es möglich, das Zeitintervall an einem Tag zu definieren, an dem wir an Effizienz interessiert sind. Da es nicht dasselbe ist, Dienst- und Güterfahrzeuge oder Personenkraftwagen zu beobachten.
Diese Werte werden von Benutzern beim Einschalten und Einrichten des Berichts definiert. Einige Unternehmen gestatten ihren Mitarbeitern aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen die Nutzung von Fahrzeugen für private Zwecke. Benutzer haben die Möglichkeit, anhand von Benutzer selbst definierten Betriebsstunden des Fahrzeugs zwischen Privat- und Firmenfahrten zu unterscheiden. Darüber hinaus haben wir dem Nutzer den Einbau eines speziellen Schalters im Fahrzeug ermöglicht, mit dem der Fahrer die Art jeder Fahrt, sei es geschäftlich oder privat, bestimmen kann. Auf diese Weise erhaltene Daten werden dem Benutzer durch Berichte und Alarme angezeigt. Alle mit GDI aus Somnifleet gesammelten Informationen stehen auch externen Systemen zur Verfügung, unabhängig davon, ob sie Teil von GDI aus Somne-System oder externen Systemen sind. GDI aus Somne W4 und A3 Produkte verwenden die Informationen von Fleet, um Fahrzeugpositionen in Echtzeit anzuzeigen und zeigen auch tatsächlich gefahrene Routen. Diese Daten können mit unterschiedlichen Plattformen wie Power BI, Esri, ArcGIS oder extern Logistikplattformen wie zum Beispiel Sixfold, der weltweit führenden Anbieter von logistischen Sichtbarkeitsdiensten, verwendet werden. Die Implementierung der GDI aus Somnifleet-Lösung hat es unseren Kunden ermöglicht, ihre Flotte effizienter zu nutzen und mehr Arbeit zu erledigen, während gleichzeitig die Anzahl der Schwachstellen im Unternehmen reduziert wird. Es wird weniger Zeit für die Verfolgung und Ausstellung von Dokumenten aufgewendet. Die Anzahl der zu wenig genutzten Fahrzeuge wurde reduziert und der Prozess der Auftragsabwicklung und Kostenübersicht wurde verbessert. Auch für das Flottenmanagement werden wir ein spezielles Webinar veranstalten, das Ihnen alle Details liefert, die Sie wissen müssen. Auch hier können Sie gerne unseren Newsletter abonnieren, sich über LinkedIn verbinden, um über bevorstehende Veranstaltungen auf dem Laufenden zu bleiben. Nutzen Sie außerdem die Q&A-Sitzung, um Fragen zu stellen, oder wenden Sie sich gerne an die Kollegen aus dem Bereich des Business Development, wenn Sie einen dringenden Bedarf haben. Eine weitere Lösung, die ich Ihnen heute näher bringen möchte, ist das GDI Ensemble für Computer Aided Facility Management, kurz gesagt CAFM. Es stellt die Vereinheitlichung aller Assets der Nutzer und aller ihrer Prozesse im Bereich Facility und Infrastruktur Management dar. Durch den Einsatz von GDI Ensemble für CAFM entlasten wir die Anwender von Prozessen, die nicht ihre Kerntätigkeit sind, und ermöglichen Mitarbeitern, Verantwortung für spezifische Arbeitsaufgaben zu übernehmen. Einfach ausgedrückt ermöglicht diese GDI aus Somne-Lösung eine vollständige Überwachung von Anlagen und Verwaltung assetbezogener Vorgänge in Bezug auf vorbeugende und präventive Wartungsmaßnahmen. GDI aus Somne ist ein standardisierter Tool, mit dem Sie auf vorhersehbare, logische und nachvollziehbare Weise alle gewünschten Assets und alle Vorgänge überwachen können, für eine optimale Nutzung dieser Assets erforderlich sind. GDI Ensemble ermöglicht es Ihnen, Arbeit vor Ort mit der minimalen erforderlichen Zeit anzufordern, um die Verantwortlichen zu informieren und ihre Arbeit fortzusetzen, indem Sie Probleme auf sehr direkte, transparente und geordnete Weise lösen. Mühsames Melden, zeitintensive Telefonate, komplexe Kommunikation oder umfangreicher und mühsamer Papierkram entfallen. Durch die Verwendung von GDI Ensemble und für CAFM können Sie Ihre eigenen KPIs definieren, spezifische Vorlagen direkt für jede ausgewählte Aufgabe erstellen oder voreingestellte Industriestandards, Normen und Formulare verwenden, die über GDI-Anwendungen den Mitarbeitern verfügbar gemacht werden. Einer der einzigartigen Vorteile unserer Lösung ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Vermögenswerte in Echtzeit mit der richtigen geografischen Position zu positionieren. Dies kann auf mehreren Arten erfolgen. Sie können einen unserer GIS-Lösungen verwenden und sogar einen Schritt weitergehen, indem Sie BIM und CAD-Lösungen verwenden. Alles hängt von Ihren spezifischen geschäftlichen Anforderungen ab. Die Kenntnis Ihrer genauen geografischen Position wird es Ihren Mitarbeitern erleichtern, Geschäfte zu tätigen und möglicherweise Dienste von Drittanbietern zu nutzen, was eine einfache Nutzung und Integration externer Mitarbeiter ermöglicht. Die Verwendung von CAD und BIM-Daten ermöglicht es Ihnen, den Daten- und Informationssatz zu bestimmten Assets potenziell auf erforderlichen Details zu erweitern. Mit GDI Ensemble A3 für Facility Management können Sie Ihre eigenen Instandhaltungsstrategien erstellen und sofort anwenden. Darüber hinaus können Sie regelmäßige Wartungsintervalle Ihrer Geräte rechtzeitig einrichten. Das vorbeugende Wartungsmodul von GDI Ensemble A3 für Facility Management sorgt für optimale Betriebsbedingungen und bewahrt den Lebenszyklus der Geräte. Einer der komparativen Vorteile der Verwendung dieser Lösung ist die Möglichkeit, Echtzeitdaten zu analysieren.
Wir können auch Daten aus verschiedenen Systemen analysieren, um jederzeit Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich Ressourcen, Assets oder beispielsweise der Energieverbrauch in einem bestimmten Gebäude verhalten. Das sind nur einige der Merkmale, die langfristig ein besseres Verständnis für das Management der Organisation, der Mitarbeiter und der Energie schaffen und helfen können, Energiekosten zu sparen. Der Erfolg in der digitalen Welt hängt maßgeblich von den Informationen ab, auf denen Geschäftsentscheidungen basieren. Die Lösung von GDI Ensemble A3 für Facility Management wird als Tool für die Geschäftsberichterstattung in komplexen Geschäftsumgebungen verwendet. Berichte geben Benutzern Einblicke in alltägliche Vorgänge, Ausgabe, Status und Beziehungen zu den von der Organisation selbst gesetzten Zielen. Ich hoffe, dass es mir in dieser Präsentation gelungen ist, Sie zumindest mit einem Teil von GDI Ensemble A3 für Facility Management angebotenen Funktionalitäten vertraut zu machen, mit denen Sie auf eine einfache Weise Zeit und Geld sparen, Ihr Geschäft automatisieren und optimieren und effizienter gestalten können. Bitte beachten Sie auch hier, dass in diesem Zusammenhang ein zusätzliches Webinar ansteht. Zuletzt kommen wir zum Vorzeigeprodukt der GDI Ensemble Produktsuite. GDI Ensemble B4 Workforce Management ist mit Sicherheit unser bekanntestes und erfolgreichstes Produkt. Es handelt sich hierbei um eine Workforce Management Software, die aus einer Web- und mobilen Anwendung sowie einer mobilen App besteht, die auf Android und iOS verfügbar ist und es Unternehmen ermöglicht, Geschäftsaufgaben in Übereinstimmung mit betriebsbezogenen Arbeitsabläufen und zugehörigen Ressourcen effektiv zu planen und auszuführen, sodass sie ihr Service-Level bestmöglich erreichen können. Unsere Software ermöglicht die vollständige Verwaltung von Arbeitsaufträgen, Personen und Prozessen in allen Phasen jeder Aufgabe, in allen Abteilungen, an jedem Ort und in verschiedenen Branchen, darunter Telekommunikation, Energieversorgungsunternehmen, dem öffentlichen Sektor und viele weitere. Wir verbessern dieses Produkt kontinuierlich und haben 2021 Optimierungen für eine vollautomatisierte Aufgabenzuweisung eingeführt, sowie an einem No-Code-Ansatz umgesetzt. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, was genau bedeutet das? Es war die grundsätzliche Idee, ein Werkzeug zu entwickeln, welches dem Anwender ermöglicht, ohne Programmierkenntnisse und ohne Entwicklungsunterstützung die Lösungen an die bestehenden Anwendungsfälle des operativen Tagesgeschäfts, also an ihre spezifischen Anforderungen, anzupassen. Die Organisation und Ausführung von Prozessen innerhalb eines Unternehmens impliziert eine Reihe verwandter Aktivitäten, die von der Belegschaft sowie deren Fähigkeiten, dem Einsatzort sowie unternehmensbezogenen und rechtlichen Anforderungen abhängen. Es wird stets das Ziel verfolgt, eine optimale Umsetzung bei minimalem Ressourceneinsatz sicherzustellen. Jede Aufgabe beinhaltet grundsätzlich ihre Besonderheiten, eine gewisse Dokumentation, die Eingabe zusätzlicher Daten, das Abrufen von Daten aus externen Systemen. In GDI Ensemble B4 ist es möglich, den gesamten Geschäftsprozess durch den Workflow Designer zu modellieren und die dazugehörige Auftragsformulare an die Prozessgegebenheiten mittels Konfiguration anzupassen. Aufgaben, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgeführt werden müssen, entweder aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder anderer Regelungen und Verpflichtungen, werden durch das Planungsmodul GDI Ensemble B4 Scheduler geplant. Nachdem Aufgaben geplant und ihre ausführenden Ressourcen zugewiesen sind, kann deren Ausführung auch über den Scheduler in Echtzeit überwacht werden. Nicht selten haben Unternehmen eigene Geschäftsregeln, damit unsere Kunden das System an ihre Bedürfnisse, Regeln oder Ausnahmen anpassen können. Haben wir das spezielle Modul entwickelt, welches es ermöglicht, dynamische Geschäftsregeln zu modellieren. Durch die langfristige Zusammenarbeit mit A1 Telekom, Teil der Telekom Austria Group, haben wir einen intelligenten Algorithmus entwickelt, der die besten verfügbaren Zeitfenster für die Techniker der A1 intelligent berechnet, reserviert und die gesamte Ausführung der entsprechenden Arbeitsaufträge überwacht. Wir freuen uns in diesem Zusammenhang, detaillierte Informationen von Herrn Slobodan Matanovic, Network Analyst für den Betrieb von Telekommunikationsinfrastruktur bei A1 Kroatia, zu hören. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine angenehme Fortsetzung der Konferenz. Hi, my name is Slobodan Matanovic. I work in A1 as an analyst in Fixed Access Network Operations, and we are in charge of process support. Part of our business is digitalization and transformation of business. Our main goal is to increase the customer satisfaction, increase profits,
shorten the processes, automatize whatever is able to be automatized, and digitalize our business in any way that's possible. We are doing so using the GDI tools. Before we started our cooperation with GDI, our process was very long and inefficient. It had a lot of steps and they were all done manually, like creating the work order, assigning the work order, taking the time slot, putting the devices on, provisioning the devices, adding material, sending the devices on the user, on our customer, archiving the documents, adding the invoice. Everything was done step by step. But using the GDI tools since 2016 till today, we have been able to shorten it only to three steps, from creating the work order, doing the work order, and afterwards just checking that everything is okay, which is also the last step is not mandatory, something that can be done if needed, if the limits have been broken by the normative threshold. So that shortening of process has made it easier for us to track the whole process from the beginning to end, reduce the manual work, increase the customer experience, raise our effectiveness, raise our profits, and also be able to provide our customers with better service by that way increasing our NPS. What the future brings us is a better way of prediction, optimization, and automatization and digitalization of the whole process that has already now been reduced to the smallest number of steps that is possible. From start and beginning, it's only one step. It's all been done by a couple of clicks. And that's something that our customers can experience in the best way possible. That's something that we are grateful for to GDI. And with that extra future steps, we can do something like optimization. When talking about optimization, now we have to understand that the algorithm that has been especially written for A1 and for all our business rules by GDI, the whole new programming language has been able to provide us the best time slots and reservations for our work orders according to customers' wishes. So taking consideration like Uber. Uber has, let's call it work orders, their routes created in real time. You are here, you get a call here, you go there, and it's being done step by step. On the other hand, we can take Amazon, for example. Amazon has their work orders, let's call it, their deliveries taken in a bulk, and later on, without time slot, you can put your own route together the best way is suited for you. But what GDI and A1 have done via scheduler is something in between that and a lot more complex. We have the exact time slot, the route, and customers' wishes, and also our technicians on the field and objectives that we want to have in mind when creating those work orders and dispatching them. So if you want to see what is going to be like tomorrow for the work orders and the route, you can get it by the end of the night. Okay, today you're here at 10 o'clock, at 12 o'clock you're here, at 1 o'clock you're there, but that route cannot always be the best suited for our workers. And optimization for the future, what we are planning, we'll do something that will, okay, take all those orders, get a time slot, but also in real time, it will listen to other work orders that are coming and, okay, this is the best route, the best option for A1 and the customer and everybody at this moment. But another work order comes and maybe it's a better option. It's a self-organizing system that will work on high scale of cost effectiveness and optimization that's possible. We are very excited about that and we are looking forward to it with GDI and A1 doing it together. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich würde am Anfang ganz gerne einmal kurz die Firma Globos präsentieren. Einmal ganz kurz einen Abriss zeigen, was wir machen. Und das seit 1997. Denn 1997 wurde die Firma Globos in Hannover gegründet.
Und im Hintergrund von mir, da sehen Sie schon so ein paar Dinge, die uns jeden Tag beschäftigen. Das sind eigentlich, kann man so sagen, alles Geräte, die etwas mit einem Barcode zu tun haben. Die Barcodes erzeugen beispielsweise wie Drucker, Thermoetikettendrucker und das dazugehörige Material, aber auch Geräte, die dann diese Barcodes lesen, wie Barcode-Scanner oder aber auch mobile Terminals. Und ganz besonders die mobilen Terminals oder mobilen Computer, das sind genau die Geräte, die jetzt in diesem Prozess der digitalen Transformation eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und da kommen wir auch schon zu dem Thema, was dann wirklich ja, wichtig wird, was in dem Moment dann vielleicht so die erste Hürde wird, die die Geräte ins Feld bringt, beziehungsweise was muss ich tun, damit der Mitarbeiter ein funktionierendes Gerät hat. Und dafür ist es natürlich notwendig, dass das Gerät konfiguriert wird. Und das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie sich ein neues Smartphone kaufen. Dann ist die Aufregung erstmal groß und man schaltet es voller Vorfreude ein und dann kriegt man jede Menge Bildschirme zu Gesicht. Und die schauen wir uns mal ganz kurz an. Hier haben wir beispielsweise gleich den ersten Bildschirm, wo man die Sprache aussuchen muss. Dann klickt man sich da durch, sucht die passende Sprache, das passende Land dazu aus und muss das Ganze mit einem WLAN verbinden. Auch das hat man dann nachher geschafft und dann kommt die erste Kontaktaufnahme von dem Gerät zu dem Heimatserver sozusagen und es dauert wieder ein bisschen. Es wird vorbereitet, intern wird das Gerät konfiguriert und dann kommt man zu der Frage, was soll jetzt vielleicht von einem Altgerät kopiert werden? Und weil Sie wahrscheinlich die Geräte neu einrichten möchten, wird das erst einmal übersprungen und man macht das Ganze per Hand. Dann muss man natürlich wieder einmal ein bisschen warten. Und es werden Daten überprüft, man wartet wieder. Dann kommt es zur Anmeldung mit einem Google-Konto und ähnliche Geschichten. Man muss noch Google-Dienste konfigurieren und einstellen. Man muss Sicherheitsaspekte mit berücksichtigen, vielleicht einen PIN-Code erstellen, damit das Gerät auch zugriffsgeschützt ist und so weiter. Man wartet wieder, bis man dann letztendlich bei dem Bildschirm sieht, den man sehen möchte. Das Gerät ist schon einmal voreingerichtet und könnte jetzt weiter konfiguriert werden. Aber selbst an dieser Stelle sind Sie natürlich immer noch nicht ganz fertig, weil das Gerät ist noch relativ nackt. Es sind noch keine Applikationen drauf, noch keine Applikationen, die der Mitarbeiter dann nachher benötigt. Aber alleine, um zu diesem Punkt zu kommen, haben Sie gesehen, braucht das schon eine gewisse Zeit. Jetzt haben Sie wahrscheinlich die Herausforderung, dass Sie nicht nur ein Gerät kaufen, mit dem Sie diesen Prozess dann durchgehen müssten. Vielleicht kaufen Sie 10, 20 oder 100 Geräte, je nachdem, wie viele Mitarbeiter mit so einem Gerät ausgestattet werden müssen. Und dann hätten Sie mitunter diesen Einrichtungsspaß am Anfang 10-mal, 20-mal, 100-mal, je nachdem, wie viele Geräte Sie haben. Das lässt Sie natürlich alles noch wesentlich stärker vereinfachen. Und dazu haben die Hersteller oftmals ein sogenanntes Staging-Tool mit im Portfolio. Das lässt sich kostenlos nutzen und ist bei dem Gerät mit dabei und ist dabei behilflich, dass Sie am Anfang die Sprache aussuchen, aber dann scannen Sie einen Barcode ab. Und dieser Barcode oder QR-Code, der beinhaltet schon mal diese Ersteinrichtung. Das heißt, welches WLAN soll eingerichtet werden? Wie sieht so die grundlegende Konfiguration von dem Gerät aus? Oder aber auch, was für Applikationen sollen auf dem Gerät nachher landen? Ist diese Applikation vielleicht im Play Store zu finden? Oder soll er sich die vom Server ziehen und selbstständig installieren? Und solche Geschichten lassen sich mit einem sogenannten Staging-Tool einfach über das Scannen eines Codes soweit ermöglichen, damit Sie nicht sich die Finger wund tippen bei der Ersteinrichtung. Und dabei sind wir gerne behilflich, bei dieser Ersteinrichtung natürlich, aber auch bei dem, was dann danach kommt, weil auch danach gibt es verschiedene Herausforderungen, die Sie natürlich berücksichtigen müssten. Und da schauen wir uns noch einmal den ersten Bildschirm an, den wir gerade gesehen haben, das ist dieser hier. Denn wenn Sie dem Mitarbeiter ein Gerät in dieser Form übergeben, dann kann man sich schon denken, da wird natürlich der Spieltrieb so ein bisschen geweckt, weil das kennen die meisten.
So ein Gerät haben die meisten irgendwo in der Hosentasche, sei es jetzt ein Android-Gerät oder aber auch ein Apple-Gerät. Das unterscheidet sich in der Bedienung auch nicht so großartig. Und da weiß man natürlich, was damit möglich ist. Wo man den Browser findet, wie man im Internet surft, wie man bei YouTube Filme guckt oder wie man vielleicht andere Applikationen wie Spiele oder Ähnliches installiert. Das möchten Sie natürlich wahrscheinlich vermeiden und möchten, dass das Gerät dem Zweck dient, den Sie dafür vorgesehen haben. Und das ist, dass der Mitarbeiter seine Workforce-Management-Lösung darauf laufen lässt. Und alles andere ist dann soweit nicht mehr zugänglich. Wie kann man das bewerkstelligen? Nun, auch dafür haben viele Hersteller, sei es jetzt M3 Mobile oder Zebra oder Honeywell, wie sie heißen mögen, auch schon Lösungen parat, die teilweise sogar auf den Geräten vorlizenziert sind. Und das sind sogenannte Launcher. Und diese Launcher, die sind dafür da, das Gerät abzuschließen und vor einem Zugriff zu schützen, den Sie so nicht vorgesehen haben. Das heißt, Sie können in diesem Launcher sagen, welche Applikation soll der Mitarbeiter zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn das nur ein oder zwei Applikationen sind, dann sind das nur ein oder zwei Applikationen und auf die restlichen, die schon vorinstalliert sind, hat der Mitarbeiter keinen Zugriff. Oder aber auch die Einstellung. Vielleicht gibt es Einstellungen, die soll der Mitarbeiter nicht verstellen. Sei es beispielsweise, mit welchem WLAN sich das Gerät verbindet, damit er nicht aus Versehen die WLAN-Verbindung kappt oder vielleicht sogar die mobile Datenleitung, die er natürlich, wenn er unterwegs ist, zwingend benötigt. Und um das Gerät da vor einer falschen Konfiguration oder vor einer Falschbedienung zu schützen, können Sie auch beispielsweise den Zugriff auf die Einstellung unterbinden, beziehungsweise vielleicht einzelne Einstellungen sperren und andere zulassen, je nachdem, wie Sie das für Ihren Anwendungsfall benötigen. Und das funktioniert mit diesen sogenannten Launchern, die oftmals bei den Geräten schon mit dabei sind. Und weil es hier wirklich viele Möglichkeiten gibt, sind wir auch da natürlich gerne behilflich, Sie bei der Einrichtung zu unterstützen, damit das Gerät so schnell wie möglich dem Mitarbeiter übergeben werden kann. Aber auch ein weiterer Punkt, den Sie wahrscheinlich kennen, wenn Sie selbst ein Android-Gerät nutzen, das sind die regelmäßigen Updates. Wer so ein bisschen in der Vergangenheit schon mobile Terminals genutzt hat und vielleicht mit Windows CE oder Windows Mobile gearbeitet hat, der kennt zwar auch Updates, aber lange nicht so häufig wie bei Android-Geräten. Und oftmals brauchte man sie vielleicht auch nicht, weil dort neue Features mit drin waren, die man selber nicht benötigt hat. Und da kam dann dieser Punkt, never change running system. Da hat man das Gerät nicht angefasst. Es funktionierte wunderbar, so wie es war. Und dann wurde es so am Laufen gehalten. Das ist natürlich mit aktuellen Android-Geräten, die auch einen ganz normalen Zugang zum Internet haben, etwas, was man berücksichtigen sollte. Da spielen die Updates doch schon wieder eine ganz andere Rolle. Aber anders als bei einem Consumer-Produkt, was Sie vielleicht privat in der Tasche haben, werden diese Updates nicht automatisch eingespielt. Man muss sie runterladen und kann sie dann flächendeckend ausrollen auf die Geräte zu einem Zeitpunkt, den man selbst wählen kann. Um das zu realisieren, benötigt man ein sogenanntes MDM, ein Mobile Device Management System. Und dieses bietet die Möglichkeit, unter anderem die Punkte, die wir vorher schon besprochen haben, diesen Staging-Prozess und auch das Abschließen des Gerätes in noch einem viel größeren und komfortableren Umfang zu gewährleisten. Aber es bietet auch die Möglichkeit, Updates beispielsweise zu einem Punkt auszurollen, den Sie selbst definieren. Denn wahrscheinlich möchten Sie nicht unbedingt, dass der Mitarbeiter gerade vor Ort ist und seine Arbeit ausführt und auf einmal fährt das Gerät runter, weil es gerade ein Update durchführt. Das muss natürlich vermieden werden. Und vielleicht denken Sie sich in dem Fall, gut, wir machen das über Nacht, weil über Nacht ist vielleicht niemand von Ihren Mitarbeitern unterwegs. Und dann können Sie definieren, dass in der Nacht das Gerät abgedatet wird und am nächsten Tag, wenn der Mitarbeiter es mit auf seine Baustelle nimmt, dann ist es komplett frisch installiert mit einem aktuellen System.
Oder Sie haben vielleicht doch Schichtbetriebe, dass einige Mitarbeiter nachts unterwegs sind, die anderen sind tagsüber unterwegs. Dann können Sie auch das definieren, welche Gruppe wann das Update zur Verfügung gestellt bekommt. Das wäre eine Möglichkeit, was man mit so einem mobilen Device-Management-System machen kann. Und um vielleicht noch ein paar mehr Eindrücke zu bekommen, schauen wir uns einmal ganz kurz das Dashboard an, welches man bei so einem mobilen Device-Management-System, wie jetzt in diesem Fall SOTI MobiControl, zu Gesicht bekommt. Denn hier haben Sie eine Übersicht über Ihre Geräte, die Sie im Unternehmen am Laufen haben. Und da ist es komplett egal, was für ein System das ist, ob das jetzt ein Desktop-Rechner ist mit einer Windows 10-Installation oder ob das ein mobiler Computer ist mit Android oder vielleicht ein Smartphone mit Android oder mit iOS oder vielleicht ein PC mit Linux-Betriebssystem. Das spielt in dem Fall gar keine Rolle und Sie können jedes erdenkliche System mit diesem MDM, mit dieser MDM-Lösung auch konfigurieren und stagen und dann auch im Nachhinein überwachen. Und da sehen wir jetzt beispielsweise eine Übersicht im unteren Bereich des Bildschirms, wo Sie alle Ihre Geräte erst einmal in einer Übersicht haben. Und Sie können sehen, welches Betriebssystem habe ich vielleicht drauf? Ist da noch eins unterwegs mit einer veralteten Android-Version, wo Sie dann daran gehen möchten, um es auf den neuesten Stand zu bringen? Oder aber Sie sehen auch andere Dinge wie zum Beispiel die Akkukapazität. Gibt es vielleicht ein Gerät, wo der Akku dringend getauscht werden müsste? Oder gibt es ein Gerät, was vielleicht Probleme mit dem Arbeitsspeicher hat? All das können Sie schon mal in diesem Bildschirm sich anzeigen lassen und auf einen Blick sich ansehen. Oder im oberen Bereich, da finden Sie noch verschiedenste Grafiken, die Sie auch selbst konfigurieren können. Das, was für Sie am meisten Sinn macht, was Sie im Blick haben möchten, das können Sie hier frei definieren, um einen schnellen Überblick über Ihre Gerätelandschaft zu haben. Und auf der linken Seite dann, dort sehen Sie noch einmal so eine kleine Baumstruktur und auch diese ist natürlich frei konfigurierbar, sodass Sie Ihre Geräte gruppieren können. Wie gesagt, falls Sie im Schichtbetrieb unterwegs sind oder ähnliches, dass Sie sagen können, das sind die Geräte, die sind tagsüber unterwegs, das sind die Geräte, die auch mal nachts unterwegs sind, um beispielsweise das Ausrollen von Updates zu erleichtern. Oder aber Sie können noch viel tiefgehender auf das Gerät zugreifen. Beispielsweise können Sie sich, wenn Sie das Gerät anklicken, können Sie viele weitere Informationen zu dem Gerät sich anzeigen lassen, die vielleicht bei dem ersten Überprüfen von einem Gerätefehler sehr hilfreich sind. Gibt es vielleicht Probleme mit der Netzwerkanbindung? Dann könnten Sie das hier schon in dem Bereich etwas sehen. Oder gibt es hier Konfigurationsprobleme? Gibt es ein Konfigurationspaket, was Sie erstellt haben, was noch nicht ausgerollt wurde? Das können Sie alles hier beobachten und im Blick behalten, um auch Ihre Geräteflotte aktuell zu halten. Und auch das ist ein Punkt, den wir gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen haben. Was passiert dann, wenn ich jetzt gerade Probleme habe mit einem Gerät? Und da könnten Sie über diesen Bildschirm oben rechts sehen Sie so ein kleines Broadcasting-Symbol. Wenn Sie darauf klicken, könnten Sie den Zugriff auf das Gerät bekommen. Das heißt, Sie könnten sehen, was der Mitarbeiter gerade auf dem Bildschirm sieht. Und das ist für den Support nicht ganz unerheblich. Denn wenn Sie schon mal Support geleistet haben und Sie haben versucht, dem Mitarbeiter zu entlocken, was er gerade auf dem Bildschirm sieht, wenn er hier oder dort klickt, ja, das kann schon mal eine ganz schöne Herausforderung sein. Und wenn man das dann in dem Fall wirklich sehen kann, vielleicht sogar das Gerät selbst steuern kann, dann ist das eine Riesenerleichterung. Und das hilft dann herauszufinden, wo liegt jetzt gerade mein Problem? Ist es ein Problem von dem Gerät selber, von der Konfiguration des Geräts? Oder spinnt gerade die Software ein wenig und muss ich die vielleicht noch einmal neu installieren? Oder sprechen wir hier von einem Bedienerfehler? All das lässt sich da schon einmal in dem ersten Schritt von Ihnen untersuchen. Und dann, wenn es sich um einen Gerätefehler handelt, dann kommen wir wieder mit ins Spiel. Oder vielleicht auch ein Konfigurationsfehler. Dann
kommen Sie gerne auf uns zu, dann unterstützen wir Sie entweder bei der Neukonfiguration des Gerätes oder aber wenn es wirklich ein mechanischer Fehler ist, weil das Gerät vielleicht runtergefallen ist oder ähnliches, dann haben Sie die Möglichkeit, das Gerät an uns zu schicken und wir kümmern uns um diesen gesamten RMA-Prozess. Wir kümmern uns darum, dass Sie so schnell wie möglich wieder ein funktionierendes und laufendes Gerät bekommen, was Sie Ihrem Mitarbeiter zur Verfügung stellen können. All das lässt sich mit einem mobilen Device-Management-System lösen und noch vieles, vieles mehr, was wir Ihnen aber auch gerne in einem privaten Gespräch noch einmal gerne näher bringen, weil das ist so individuell, da gehen wir gerne auf Ihre Bedürfnisse drauf ein. Das einmal als kurzer Überblick über die Lösung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen können auf dieser aufregenden Reise zur digitalen Transformation. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe zurück an den Christian Hanke. Wie ich finde, haben wir heute einige interessante Themenbereiche mit Ihnen gemeinsam adressieren können. Herzlichen Dank von meiner Seite aus nochmal an alle teilnehmenden Partner und an Herrn Dr. Dogan für die interessanten Vorträge. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, nutzen Sie bitte gerne die folgenden Kontaktinformationen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in das Wochenende und würde mich freuen, Sie erneut bei zukünftigen Webinaren begrüßen zu dürfen.